Herzlich willkommen zurück zur 34. Folge von Wolfenstein. So, ich glaube, der General ist immer noch nicht so ganz tot, der General Bergfrühling hier. Ist der jetzt da runter? Muss ich jetzt hier unten rein? Moment, vielleicht kann ich hier noch ein paar Sachen mitnehmen. Ich weiß ja nicht, was der sonst noch für Überraschungen für uns hat. Schau ich mal kurz rein. Wenn er wieder solche Sachen hat, man weiß ja nie. So. Okay, hier liegen alles noch Granaten drin. Oder eine Kiste. So. Hatten wir die schon? Ja. Oh, soll die nicht drauf stehen bleiben. Mechanototenkopf. Macht ihn nahezu unzerstörbar. Ich will nicht hoffen, dass das Ding noch lebt. Nee, ne? Sag mal, willst du nicht mal langsam ins Gras beißen? Hast du da keine Lust drauf? Wie sieht's aus, Junge? Nicht gut. So, kann ich den jetzt irgendwo mal hier reinlotsen? Lad auf, lad auf, lad auf. Shit. Ja, komm doch mal her. Moment, was ist denn hier drin? Wo kann ich die Wände kaputt machen? Okay, da komme ich nicht durch. Was muss ich tun? Was muss ich tun? Lass das Ding doch auf. Ich weiß nicht, für was die einen Wände da sind. Oh, oh. Ich weiß gerade auch nicht mehr, wo ich hier überhaupt hin noch hin kann. Ich habe gedacht, den hätten wir jetzt erledigt. Kann ich nichts an dem machen? Ich komme nirgendwo mehr durch. Alter. Lad auf. Oh, oh. Das Feuer macht dem nichts, oder? Hallo? Wieso ist das Ding leer? What? Ich hab das Ding doch gerade aufgeladen. Ich habe auf den geschossen. Weiß ich nicht mehr. Verdammt. Sie ist mit 4 Laserkanonen ausgerüstet und gibt sie, macht sie nahezu unzerstörbar. Brennt das Ding hier schon mal langsam? Verdammt, ich kann nichts machen. Oh, oh. Ähm.
Ein Tipp wäre schön. Ich hätte gerne einen Tipp. Scheiße. Ja, das fängt ja gut an. General, noch bevor dieser Tag vorüber. Erst werden Sie mein Messer an Ihrem Hals spüren und aufgeben. Das fällt mir rein, ich habe ja noch die Granaten gehabt. Ich muss mir kurz die paar Sachen hier noch mitnehmen. Weil die kann ich da unten nicht echt gut gebrauchen. Hat man hier gerade gesehen. Ich habe gedacht, das Ding ist gerade explodiert, ey. In ein Loch gekrabbelt, Herr General. Das wird Ihnen nicht helfen. Ich erwische Sie. Kann ich den nicht schon mal irgendwie sehen? Kann ich den nicht schon mal ein paar Granaten vom Kopf werfen? Wo ist der? Moment. Sekunde. Das geht sofort weiter. So, einmal das mitnehmen. So. So, Rest aufladen und runter geht's. Jetzt kann man dem nichts machen. Ich weiß nicht, wie der da gehen soll. Moment. Granaten. Brennt er nicht schon mal langsam? Komm her und brenn. Komm, der muss doch. Oh Gott. Der muss doch bald down sein. So, damit heult ihr jetzt erstmal hier alles rein. Wo ist der? Komm, ich sehe den nicht. Komm, er sieht mich. Oh oh, HP, HP, HP. Oh oh. Alter. Aber sonst geht's noch, oder? Verdammt. Mir wird nichts angezeigt, dass ich was machen kann dann. Rüstung gefunden. Ich muss den doch langsam mal down bekommen. Der schreit die ganze Zeit nur, aber da kommt nichts. Wie geht der down?
kann doch nicht wahr sein. Leute. Hängt oben irgendwas an den Deck? Kann ich irgendwas auf den drauf schmeißen? Jetzt. Okay, manchmal ist da am Blinken vorne das Cockpit, das habe ich gerade gesehen. Ich glaube, die Chance muss ich abwarten. Okay, was könnte man dann wechseln? So. Der ist da vorne schon am Blinken. Kommt da nicht durch. Wo war die AP? Wo war die AP? Da war die AP. Boah. Der ist im Cockpit rot am Leuchten. Wieso komme ich da nicht durch? Okay. Der ist gerade kurz in die Knie gegangen. Das Messer ist bereit. Zeit zu sterben. Alles klar. Gute Wahl, Captain Blaskovich. Das ist ein guter Jahrgang. Bis 14. Einatmen. Bis 14. Ausatmen. Ich werde nie vor Ihnen niederknien. Ach gut, dann erledige ich sie im Stehen. Mit dem größten Vergnügen, du blödes Stück Scheiße. So naiv! Oh oh. Eine mächtige Frau mit Fackel, deren Flamme der eingefangene Blitzstrahl ist und die Name Mutter der Verbannten lautet. Gebt mir eure Müden, eure Armen, eure geknechteten Massen, die frei zu atmen begehren, den elenden Unrat eurer gedrängten Küsten. Schickt sie mir, die Heimatlosen, vom Sturme getriebenen. Hören Sie mich, Captain. Kann ich feuern? Feuerfrei. Ja, und das war, da war dann wohl Wolfenstein The New Order. Wir haben es komplett durchgespielt. Und es war echt ein sehr guter, ein wirklich unvorstellbar guter Shooter. Der aber jetzt ein paar Fragen halt offen lässt. Also, was ist jetzt mit der Engels? Und was ist mit Blaskowitz? Der kann ja jetzt nicht einfach tot sein. Nee. Also, da muss doch bestimmt nochmal irgendwie was kommen. DLC oder ein Season Pass? Obwohl beides wohl noch nicht angekündigt wurde. Vielleicht gibt es auch nochmal einen neuen Teil. Also ich würde mich auf jeden Fall freuen. Es kam jetzt ein bisschen überraschend für mich, dass es auf einmal Schluss ist. Na gut. Aber... Gut, General Totenkopf ist jetzt Geschichte.
Aber das heißt ja, glaube ich, noch nicht wirklich. Vielleicht kommt der auch nochmal wieder irgendwie. Vielleicht hat der da nochmal irgendwas in der Hinterhand. So, es laufen die Credits hier durch. Ich muss auf jeden Fall sagen, das Spiel hat mir extrem viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, es hat euch auch extrem viel Spaß gemacht. Also wirklich ganz großen Respekt an die Entwickler und an den Publisher für das Spiel. Wenn Battlefield oder ein Call of Duty oder so die Singleplayer-Kampagne nur halb so gut wären. Also wirklich. Der Einheitsbrei bei den anderen Shootern und alles. Nee, da kommt keiner an Wolfenstein ran, wirklich nicht. Alles so atmosphärisch, die Musik und boah. Jetzt die Musik, die passt zum Beispiel auch sehr gut. Ich bin gerade echt noch ein bisschen durch, also kam jetzt echt überraschend. Da sehen wir nochmal die ganzen Synchronsprecher von den einzelnen Charakteren. Oh Mann. Ja, so. Ich gehe mal davon aus, da wird bestimmt noch irgendwas kommen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Also die letzten guten Shooter, wo ich mich nur so dran erinnern kann, die eine relativ gute Story hatten, waren Half-Life oder jetzt Bioshock. Also Bioshock hat mir echt extremst gut gefallen. Und da kommt auf jeden Fall ein Wolfenstein locker ran. Also, aber sonst die anderen Shooter, die kannst du eigentlich fast alle vergessen. Gut, den Multiplayer-Teil davon zocke ich auch gerne. Battlefield, aber der Singleplayer, das war eine reinste Katastrophe. Also, der Dreier war schon echt schlimm und der Vierer, da möchte ich am liebsten gar nicht drüber reden. Na gut, ich lasse die Credits noch so ein bisschen laufen und die Musik im Hintergrund. Und ich melde mich gleich zurück. But not for me, and not for you. I know you tried, I tried too. So, jetzt laufen hier die Songs nochmal durch. Ich misch mich hier nochmal ein. Wollte ich nochmal sagen, die haben sich auch extrem viel Mühe gegeben mit der Musik und alles mit der Umsetzung. Also wirklich respektabel. Krass. Dass die einzelnen Songs extra nochmal dafür umgeschrieben wurden, sind schon extra für das Spiel zusammengeschrieben und alles drum und dran, also Respekt. Auch die deutsche Synchro, also ich konnte nichts sagen, also die war echt perfekt gewesen. Ich fand die echt super. Da gibt es sehr viel schlimmere Synchros und also ich würde mich echt, wie gesagt, über einen neuen Teil freuen. Ich finde, das Spiel ist ein bisschen schleppend gestartet, aber es wurde immer besser, was noch alles eingebaut wurde, unter Wasser und dann auf dem Mond. Und die ganze Story, also wirklich ein echt sehr gelungener Shooter. So, die Credits laufen immer noch. Es haben auch extrem viele Leute wohl mitgemacht an dem Spiel. Also mitgewirkt. Jetzt kommen die besonderen Danksagungen. Und jetzt kommt Zenimax Media. Ich habe gerade keine Ahnung, wer das ist. Aber vielen Dank für das echt schöne Spiel. Naja. Da könnte ich echt... Also solche Spiele könnte ich echt öfters zocken.
Und ich hoffe mal, dass sich irgendwie EA oder keine Ahnung, die ganzen anderen wirklich da sich mal ein bisschen was von abgucken. Und nicht immer den gleichen Einheitsbrei da bringen. Oh, Cinemax Germany. Okay, die Manager und alles, die für Deutschland verfügbar bzw. verantwortlich sind. Oh, deutsches Audiorekord. Das sind die deutschen Synchronsprecher. Gut, ich kenne die mit Namen jetzt nicht persönlich. Aber ich schätze mal, das ist der ein oder andere auch bekannte Synchronsprecher, bei dem man aus anderen Spielen bzw. Filmen oder Serien kennt. Ich gucke gerade mal durch, aber Wolf, was? Sagt mir jetzt leider keiner was von. Wow, also ich bin immer noch echt überwältigt. So, wie es aussieht, war es das mit den Credits. Mal schauen, ob noch irgendwas kommt. Okay, man hört noch was. Okay, da kam leider nichts mehr, wir sind wieder im Menü. Na gut, dann würde ich mal sagen, ich bedanke mich dafür, dass ihr bei diesem Let's Play dabei gewesen seid. Es hat mir extrem viel Spaß gemacht. Und ich würde mich freuen, wenn ihr bei anderen Projekten auf meinem Kanal wieder dabei wärt. Momentan läuft ja auch noch Watch Dogs und es werden auch noch andere Projekte folgen. Ich weiß noch nicht genau welches. Aber nach Wolfenstein ist auf jeden Fall nicht Schluss. Gut, falls es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Einfach mal einen Kommentar drunter schreibt, wie euch das Spiel gefallen hat oder irgendwas. Naja, ich bedanke mich auf jeden Fall dafür, dass ihr vorbeigeschaut habt und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal bei irgendeinem anderen Spiel bzw. Let's Play dabei wärt. Wir sehen uns. Ciao.